Ja, willkommen zurück, liebe Leute, zum nächsten Video der Serie With Nico. Mein Name ist Nico Juranek und mit dieser Vlog-Doku nehme ich euch Schritt für Schritt auf dem Weg zu meinem zukünftigen Online-Business mit, wo ich mit Studenten zusammenarbeite, die neben ihrem Studium auch eine erfolgreiche Online-Selbstständigkeit aufbauen wollen. Ja, cool, dass ihr wieder dabei seid. Anknüpfend am gestrigen Video wisst ihr, dass ich jetzt in Wien war und wollte mit euch heute einmal sehr persönliche Eindrücke vermitteln. Es war nämlich, dass ich, wie ihr wahrscheinlich wisst, bin ich in Wien geboren, habe dort 14 Jahre gewohnt und bin dann nach Graz gezogen. Ja, und jetzt eben für dieses Treffen bin ich wieder zurückgekommen und war dort auch in diesem Bezirk, in meinem Heimatbezirk unterwegs. Und ja, bin dann in meiner Wohnstraße so gesehen vorbeigefahren am Haus, wo wir gewohnt haben. Und da sind natürlich extrem viele Erinnerungen gekommen. Jetzt ist es doch schon 9 Jahre her, seit wir dort weggezogen sind. Und habe natürlich ein bisschen Abstand dort gewonnen. Und trotzdem war das so eine interessante Erfahrung, weil dann bin ich eben im Bus vorbeigekommen und dann höre ich schon einmal ja, den Namen dieser Straße und wo schon die ersten Eindrücke gekommen sind. Und dann fährst du halt vorbei, es ist so alles Vertraute irgendwie und die Erinnerungen schießen hoch, dann kommt das Haus und du siehst es alles. Und dann war irgendwie so eine Reflexion im Fenster, wo ich dich nicht dann selbst gesehen habe. Und wo mir eigentlich dieser Fortschritt bewusst wurde, den ich in diesen 9 Jahren wieder gemacht habe, wo ich mich erinnern kann, wie ich aus Wien weggegangen bin, eben doch in der Jugend noch so nicht wirklich gewusst habe, wo es hingehen wird, vielleicht vieles vom Potenzial noch gar nicht gekannt habe, vieles anders gemacht habe und das war extrem ja, eine tolle Erfahrung und wo ich jetzt dann zurückgekommen bin oder so in die Gegenwart und wieder diesen Bezug von jetzt zu damals hergestellt habe und ich sehe, okay, eigentlich es ist enorm viel weitergegangen. Die vielen Probleme und Herausforderungen, die wir jetzt haben, die sind gigantisch im Vergleich zu damals und das wäre uns damals unlösbar erschienen und jetzt sind das mehr oder weniger so Sachen, die wir auch nebenbei machen können. Und ich finde es eben total interessant, diesen persönlichen Fortschritt so eindrucksvoll zu sehen. Und ich habe nur gedacht, wow, ich komme jetzt zurück nach 9 Jahren und bin stärker als zuvor, bin interessierter als zuvor, bin motivierter, habe ein besseres Umfeld als je zuvor, weiß eigentlich genau, wo ich hin will. Und das hat so einen Kraftschub gegeben. Und das war ja mein Moment des Tages so gesehen, das wollte ich mit euch teilen. Und da würde es mich auch interessieren, ob ihr vielleicht auch schon ähnliche Erinnerungen gemacht habt. Und weil es ist sehr interessant, sich darüber auszutauschen und auch da wieder Vergleiche zu ziehen oder das ein bisschen zu reflektieren. Wenn das so ist, dann schreibt es mir ruhig einen Kommentar oder auch eine private Nachricht. Und sonst macht sicher, dass ihr meinen Kanal abonniert habt. Ihr könnt dann auch wieder gerne weiterempfehlen, würde mich freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis bald, ciao.